Ja, jetzt aber testen. Also, raus da. Obwohl, warte mal, ich könnte meinen Weg freischießen. Wo ist das Ding? Da ist das Ding. Was war die doofe Taste zum Waffenwechseln? Z? Nein, Z war hinlegen. Q? Ach, egal. So. Was? A Lasergun can't shoot. Türme von Hanoi. So, du. Was? Mach keinen Schaden bei den Türmen. Gott, ist das wenig Schaden. Das könnte ich mir noch nicht antun. Okay, ich gehe jetzt sterben. Also nicht, weil die Waffe so schlecht ist, sondern weil ich gucken will, wie das an lebenden Zielen aussieht. Also, da ist mein Wagen. So, du brauchst erstmal eine Reparatur. Und das habe ich befürchtet. Das ist nicht schön. Also das Ding kann wohl mehr Schaden machen als die Combat Shotgun, aber dazu braucht man die Munition, die wir nicht haben. Nämlich die aus Edelstein und die ich auch gar nicht verschießen möchte, weil ich mit Edelstein viel tollere Sachen machen kann, als in die Luft zu pfeffern. Du. Da. Nein. Warum schießt du nicht? Ich drück C. Ich drück Leertaste. Ist aber kein Ziel da ist. Okay. Bäume, komm her. Wenn du so lange für einen Baum brauchst. Da ist gerade ein Angriff gewesen. Komm, wir scheuchen mal die Bewohner da oben auf. Das ist absolut lächerlich. Also ja, wir brauchen fast keine Energie, aber... Und wie viel Schaden haben wir gemacht? 30 oder so. Na komm, mach die tot. Hier sind noch gar keine Türme, ne? Ups. Ja, also den Laser kann ich erstmal... Ja, so. Den Laser kann ich erstmal knicken. Die Laser-Shotgun wird dann wohl eher das Interessante sein. Ich vergleiche mal ganz kurz. 7 da, Laser-Gun... Steht nichts bei. Also die macht einfach nur einfach Batterieschaden. Und die Laser Shotgun macht 12 mal 6. Das wäre dann auch nur 72? Ja. Und das da ist 16 mal 9. Das sind 90, 144 so um den Dreh. Ja. Gut. Wozu genau haben wir das Hightech-Zeug, wenn das so mies ist? Und vor allem, es hat keinen Modifikator. Also es wird nicht modifiziert durch Bullet-Shooting-Damage oder Shotgun-Shell-Damage, weil es halt weder Kugeln noch Schrot ist. Aber dann vielleicht doch wenigstens durch Laser-Turret-Damage oder so? Das wäre schon ganz schick. Was kommt danach? Das ist Rotz. Das ist schon 18 mal statt 12 mal. 18 mal 10 sogar. Das sind 180. Das ist schon mal wesentlich mehr Schaden. Braucht aber auch eine Advanced Battery. Und braucht ein Polished Saphir. Also ein Magazin davon braucht ein Polished Saphir. Also die Beister sollen ja später auch Edelsteine produzieren, wenn man sie killt und die Leichen verarbeitet. Dann kommen wir vielleicht dahin. Und das ist natürlich absoluter Overkill. 24 mal 20 Schaden. Das sind 480 Schadenspunkte. Wenn alles treffen würde. Was es nie tut. Fast nie. Aber ja, das wäre sehr schön. Ja.
Also wir gehen trotzdem in die Richtung, aber wir müssen jetzt unbedingt aussteigen, damit ich nichts kaputt fahre. Wir müssen unbedingt mit der Edelsteinproduktion anfangen. Und mit der Leichenweiterverarbeitung. Und ich habe vergessen, Mauern mitzubringen. Ist okay, ich habe wenigstens ein paar Türme dabei, richtig? Richtig. So, dann machen wir hier jetzt erstmal nur drei, damit wirklich überall wenigstens was ist. Die keine Schwachstelle finden. Danach können wir immer noch erweitern. Ja, also Leichenweiterverarbeitung. Wir haben, glaube ich, bisher nur für die kleinen Leichen. Das reicht ja nicht mal. Mies. Also wir haben, glaube ich, nur für die kleinen Leichen was gemacht. Wir bräuchten also jetzt noch was für die großen. Ja, bau mal Sandsäcke, wenn du gerade nichts zu tun hast. So. Genau hier. Brauchen für die Weiterverarbeitung Schwefelsäure? Das wird ja immer interessanter. Okay. Also können wir es schon mal nicht mehr da oben machen, wo ich es vorher auch gemacht habe. Brauchen wir für alle Weiterverarbeitung Schwefelsäure? Nein. Schwefelsäure oder Wasser? Gut, ist beides unten bei den Batterien vorhanden. Bone Charcoal. Wozu brauchen wir Bone Charcoal? Ich hätte gern so einen Rechtsklick-Effekt wie bei einem gewissen anderen Spiel, wo ich dir gucken kann, was ich daraus herstellen kann. Ja, habe ich noch nicht. Berserker. Berserker machen schon mal Rubinzeug. Für Rubinzeug gab es aber keine Lasermunition. So, kann ich das schon herstellen? Warte, da. Nee, Saphir brauchen wir oder Emerald. Okay. Num, 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 num. Elder Biter. Der macht irgendwas Blaues. Das dürfte der Saphir sein. Und der Biter King, den wir noch nicht gesehen haben, der macht dann die Emeralds. Okay, also Elder Biter, da brauchen wir Schwefelsäure. So, wir haben jetzt die besseren Akkumulatoren. Davon wollte ich den da haben, den Dreier. Der hat einen schönen hohen Output, falls wir mal eine Energiespitze haben. Noch mehr da erforschen. Nee, ich mache davon eh eine Riesenfarm. Da brauche ich keine Ultra-High-End-Sachen. Shotgun? Shotgun. So, also Shotgun wird gebaut. Ich wollte mich nach den Gems umschauen. Das ist okay. Mauern hatte ich keine dabei gehabt. Ich wollte ja auch eigentlich gar nicht hier hin. Ich wollte nur das Ding testen und das ist doof. Mach wieder Türme von Hanoi. Was bist du? Achso, ich habe meine Rüstung ausgezogen. Das ist nicht so schön. Lasergun cannot be... Geh weg. Geh einfach... Geh ins Inventar. Da. Genau wie die Batterien. Und dann haben wir unser... Das da und das da und alles ist wieder gut. So. Geht ja mal gar nicht. Also das auf... Das zu... So, also, bau dir eine Liste im Kopf, Girogon. Was machen wir jetzt als nächstes? Wir machen jetzt die Verarbeitung von den Elderbeitern zu den Edelsteinen. Ja, das klingt sehr gut. Das muss in der Nähe der Schwefelsäure sein oder zumindest in der Nähe von irgendwie leicht erreichbarer Schwefelsäure. Ich könnte ja auch einfach ein Rohr hochlegen. Weil es wäre schon ganz schick, wenn wir alle Leichenverarbeitungsdinger auf einem Platz hätten. Das Problem ist nur, ich habe hier auch schon die Module hingeklatscht. Ja. Wobei, das hier brauchen wir alles gar nicht mehr. Oh, da kommt wieder Zeug angeflogen für mich. Sehr schön. Swish. Das Untergrundding, da brauchen wir auch nicht. Nur für den Fall, dass das auch irgendwie bremst. So. Das kann auch weg. Wir hatten welche, die nur Wasser brauchten, ne? Genau. Big Biter. Medium Biter und Small Biter brauchen alle nur Wasser. Die könnte ich hier unten hinpacken.
Also dass ich jetzt Small, Medium, Big hier habe. Die brauchen alle nur Wasser. Und die ganzen Sachen, die Schwefelsäure brauchen, also die das tolle Zeug haben wahrscheinlich, wo man halt Säure braucht zum Zersetzen und nicht einfach nur so eine Wäschetrommel reicht, die kommen dann woanders hin. Wo wir recht viel Platz brauchen werden, also irgendwo, wo ein Wald steht. Weil, ne? Die Wälder machen nichts. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Da bräuchten wir einen Urwald größer, so komplette Basis, um auch nur halbwegs da irgendwas zu machen. Ich könnte den gesamten inneren Bereich des Sees hier mit Landmasse auffüllen und dann nur Bäume hinsetzen. Dann würden wir es vielleicht schaffen, dass da oben kein Smog ankommt. Aber dann haben wir da eine Basis, dann haben wir da bald eine Basis. Das, ich glaube, gegen Smog anzukämpfen und dass die nicht mutieren, ist sinnlos. Ich muss nur schnell genug hinterherkommen. Deswegen muss ich jetzt bauen. Also Bau, 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 Bau. Die müssten reichen. So, ich brauchte noch Kisten. Ich brauche blaue Kisten. Ich brauche lila Kisten. Ja, lila Kisten. Habe ich schon Kisten? Ich habe eine blaue Kiste. Dann bau doch nochmal drei davon. Storage Size 72, Storage Size 48. Die brauchen gar keine Storage Size. Ja, bau die da. Also sie brauchen keine Storage Size, weil sie eh immer entleert werden. Wir haben 170 Roboter, die nichts zu tun haben. Haben wir 170 Roboter, die nichts zu tun haben? Gucken wir mal. Inzwischen haben wir insgesamt schon mal 211. Sehr gut. Sandmauern werden beschädigt. Ja, stimmt. Ich wollte Mauern mitnehmen. Da, nimm die mal mit. So, und ich wollte zwischendurch, wenn ich nichts zu tun habe, auch immer schön weiter Mauern bauen. So. Was? Die Kisten sind schon fertig? Ja, sind sie. Okay. Ride on. Du da, du da, du. Achso, das waren schon Medium-Biter? Small-Biter. Achso, ich dachte, das wäre irgendwie eine Produktionskette, aber das sind ja zwei separate Dinger. Ja, umso besser. Das heißt, du... Wo drunter waren Leichen? Da ist der Kram. Du nimmst jetzt bitte den Big Biter, wenn du ihn finden kannst. Da, Big Biter. Du nimmst bitte Wasser. So. Dann nimmst du die aus dieser Kiste etwas. Machst daraus was. Und tust das in diese Kiste. Und du hättest gerne Big Biter. Alles so. Und schon fliegen die los. Gut. Die produzieren allerdings auch alle nur Chitin. Das heißt, wir könnten uns bald mal ranmachen, die Chitin-Mauern zu bauen. Das heißt, gib mir einfach mal 100 Chitin. Mal gucken, was da angeflogen kommt. Ich glaube, die holen Chitin. Da kommen die ersten Biterleichen. Vielleicht sollte ich doch schnelle Fabriken daraus machen. Na okay, jetzt am Anfang ist es klar. Wir haben einen riesigen Vorrat an Leichen. So makaber sich das auch anhört. Okay. Bau vier Mauern. Wir haben einen recht hohen Vorrat an Leichen und der muss erstmal abgearbeitet werden. Aber später werden wir nicht so schnell töten, dass das alles durchgehend belastet wird. Keine Ahnung, müssen wir gucken. Also ich lasse es erstmal so, weil ich halt ne, da nicht so viel übrig habe gerade und das passt schon. Und ich brauche auch noch mehr Lasertürme, fällt mir gerade ein. Was fehlt da wieder? Stahl. Stahl kommt bestimmt gleich angeflogen. Da kommt auch wieder Chitin. Und da gerade nicht Horden von Robotern angeflogen kamen mit Chitin, denke ich mal, das war auch schon unser gesamter Vorrat. Also alles, was wir bisher an kleinen und mittleren Beißern zerlegt haben zu Einzelteilen. Das Chitin, was da rausgekommen ist, reicht jetzt gerade mal für vier Mauerstücke. Das ist schon happig, ne? Wenn man bedenkt, was für eine riesen Mauer ich hier um die Basis drum habe. Das, ja. Gut. Oh, Munition nochmal herstellen, falls wir doch irgendwann mal selber schießen. Hm. Was noch, was noch, was noch?
genau, das Wichtigste waren eigentlich die Elderbeiter. Da das jetzt ja nicht so viel Platz wegnimmt, könnte ich das nicht einfach alles auch hier hin machen? Wenn die drei dafür gereicht haben, für den Platz? Zeig mal ganz kurz. Also, Berserker macht Rubine. Rubine könnte ich benutzen, um die besseren Lasertürme zu machen.